Ja, da sind wir wieder mit unserer Waldspaßgruppe und heute machen wir so ein paar Laufspielchen und heute kommen mal Würfel zum Einsatz. Wir werden als erstes ein Spiel spielen mit zwei Teams, die eine Zahl von 1 bis 6 würfeln müssen, dann die Zahl, die wir hier vorbereitet haben, auf einen Teppich legen, zur Wand laufen wieder zurück, da ist der nächste dran mit Würfeln. Wenn zum Beispiel eine Zahl schon mal war, dann muss der Linie trotzdem einmal hin und her laufen, dann kann der nächste würfeln. Also ein bisschen Glückssache, dass man irgendwann alle Zahlen von 1 bis 6 gewürfelt hat und gelaufen ist. Und dann schauen wir mal, welches Team zuerst fertig ist. Durchlauf. Jetzt haben die Kinder im Prinzip die Bahn vorbereitet mit Zahlen von 1 bis 6. Jetzt spielen wir das gleiche nochmal, aber diesmal müssen sie hinten Bälle holen und dann in das entsprechende Feld hineinlegen. So, ja, jetzt steht es hier bei unserem Team 1-1. Ist ja auch ein bisschen Glücksspiel dabei. Und jetzt liegen die Bälle ja einmal da und jetzt machen wir das gleiche rückwärts. Jetzt werden die Bälle wieder eingesammelt mit dem gleichen Spielmodus. Mal das Spiel in einem Einzelwettkampf, das ist das gleiche. Aber jetzt würfelt jeder für sich und muss dann den Würfel praktisch auch immer selber wiederholen.